Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Supraland. Wollen wir mal gucken. Wie gesagt, ich möchte unbedingt heute noch nach Hause zurück, weil da waren Sachen und ich will diesen... Ja? Ich will diesen... Was soll denn jetzt die Lampe da sein? Keine Ahnung, warum da Licht brennt. So ein Ding. Ich möchte diesen Kaktus da ausprobieren. Geht der auch wieder runter? Okay. Machen wir das mal so. Nee, das bringt jetzt nichts. So ein Ding haben wir doch da hinten an dem anderen Ding gesehen. Was machen wir denn hier? Ach guck mal, jetzt ist er aber nicht weiter hochgegangen. Ich glaube, so wird vielleicht ein Schuh draus. Der hat die Höhe jetzt nicht mehr. Sonst wäre er nämlich bis an die Decke gegangen. Wir irgendwas machen? Die Lampen darüber haben da bestimmt auch eine Aussagekraft, oder hier unten. Das sieht aber komplizierter aus. Da ist ein gelbes Licht. Das bedeutet, da muss ich eine gelbe Kugel durchschießen, oder was soll mir das sagen? Was mache ich denn hier? Hahaha, wie geil! Okay. Ja gut. Das kann man so machen. Das kann man natürlich auch so machen. Hoffen wir mal, dass da hinten rauskommt. Da habe ich mich auch tot gesucht. Ah. Hier ist eine Glasscheibe, die soll auch irgendwelche Schussmöglichkeiten abhalten. An dem Ding da oben ist ein Schalter. Wie komme ich denn an den Schalter da oben ran? Und wofür ist das hier? Da komme ich ja nicht so schnell hin. Ja, ich glaube, das ist schon nicht falsch, dass wir das so machen.
Ich habe keinen Schimmer, was uns das bringen soll. Und was ist mit dem Gelände da oben da? Also der löst da vorne irgendetwas aus. Ich weiß nicht, was er da auslöst. Ich komme hier aber auch gar... Ach, da geht's weiter. Okay, ein Schlüssel. Was ist denn das hier draußen alles? Das kenne ich noch gar nicht. Da kann ich was einfärben. Wo war denn hier nochmal ein Schloss? Irgendwo, hier war noch irgendwo ein Schloss, ne? Wo war denn hier eins? Boah, da oben hängt ein Schloss. Da ist ein Luftschacht. So, dann kann ich, wenn ich da oben vor der Tür stehe, hier durchschießen und dann geht der Knopf auf und dann, ja, dafür ist es da. Das hilft mir jetzt gerade noch nicht. Was mache ich denn damit? Ich habe keinen Schimmer, was ich hier machen soll. Bin aber wieder raus. Was mir gerade so auffällt, das ist ja alles Spielzeug des Jungen. Wird zwar als Teil FSK 18 mit Spielzeug der großen Schwester? Nee. Es spielt sich, glaube ich, alles nur hier drinnen ab, ne? Es muss ja aber irgendwo noch ein versteckter Schalter sein. Die kommen hier nicht hoch. Da komme ich, glaube ich, auch nicht wirklich hoch. Das ist nicht zum Hochspringen gedacht, ne? Was ist denn das da oben? Wie gesagt, sonst versuchen wir erstmal nach Hause zu kommen und kehren nochmal wieder zurück. Da oben würde ich ganz gerne rauf. Da muss ich ja auch irgendwie hingehen. Und dann immer diese Schalter. Dafür bräuchte man einen gelben Ball. Wie kriegen wir denn hier einen gelben Ball rein? Überlegen wir doch mal so. Irgendwie müssen wir einen gelben Ball hier reinkriegen. Wir können doch hier eben durchgucken, ne? Hier war doch eine Lücke irgendwie. Oh. Ah. Ahaha. Ja. Bin mal gespannt, was wir damit jetzt machen können. Vielleicht klickert es dann ja gleich. Ich habe ja schon mal Billard gespielt. Muss ja nicht. Ja.
Ach, jetzt kann ich hier oben. Ach, jetzt ist er dauerhaft an. Ah, aha. Jetzt ist der dauerhaft an. Es ist halt nur eine Wandlampe, mehr ist das nicht. Wofür war der jetzt? Ach ja, der war für das Rohr. So. Was mache ich denn da? Wofür soll das sein? Ist das zum Draufspringen dann gedacht oder soll das nochmal abprallen? Ah, verdammt. Yay. So. Ups. Ja, dann gehen wir nochmal auf die Plattform von hier aus vielleicht, ne? Wie kommen wir denn da rein? Hey, vielleicht können wir aber bis da rüber. Vielleicht geht das. Wie kommen wir denn hier rein? Was ist denn da drin überhaupt? Vielleicht von außen rein oder so, ne? Am Handy, Spracherkennung am PC, Bildschirm, Tastatur. Ah, okay. Dankeschön. Jetzt ist er an, okay. Ah, jetzt holen wir jetzt den Schlüssel. Es geht doch schneller als befürchtet hier. Zurück? Wo bist du denn? Hebt dich hier drunter? Nee. Ja, Flat brauche ich den ja nicht. Und wäre ganz gut, wenn ich den nicht brauchen würde. Du bist schon wieder hier. Ein Stockwerk tiefer ist ein Eingang zu einem geheimen Raum versteckt. Dort ist ein Knopf. Ein Stockwerk tiefer ist ein Eingang zu einem geheimen Raum versteckt. Dort ist ein Knopf, der diese Tür hier öffnet. Na klasse. Welches habe ich da jetzt gedreht? Das Teil war das. Den kann ich jetzt drehen. Ach, den kann ich darauf von unten drehen. Aber aus irgendwelchen Gründen muss ich den anscheinend von oben drehen können.
Wer, was bringt mir das jetzt? Wie soll ich denn da reinkommen? Ist das dieser geheime Raum? Nee. Wo soll denn hier ein geheimer Raum mit einem Schalter sein? Ein Stockwerk tiefer. Kann ja nur hier sein. Ich will da raus, bin ich. Von außen könnte ich eventuell in diesen Raum reinkommen. Das ist so die Überlegung, die ich habe. Dass ich gar nicht von innen hier reinkomme, sondern von außen. Ja, wenn ich da diese Treppe hochgehe. Aber wo soll denn hier noch ein geheimer Raum mit einem Schalter sein? Ist doch nix, oder? Ein geheimer Raum mit einem Schalter. Erzähl mir doch nix. Ein geheimer Raum mit einem Schalter. Krass. Stimmt. Oh, ich muss das Pinkfarbenes mischen. Können wir machen. Jetzt brauche ich den gelben Ball, ne? Wo ist denn der gelbe Ball hin? Dann hole ich mir halt einen neuen. Assassin Max Lee. Zu spät gewesen, glücklicherweise auch. Aber ein bisschen Rätsel wollte ich ja schon selbst irgendwo so. Hat manchmal seine Vorteile, wenn man nicht ständig auf den Chat gucken kann. Ups. Aber trotzdem Dankeschön natürlich. Das Spiel ist eigentlich immer recht gut und logisch aufgebaut, finde ich. Macht richtig Spaß. Aber die Rätsel werden kniffliger, das merkt man, ne? Ja, ich weiß nur nicht, warum der Ball verschwunden ist. Aha. Den überhaupt einfärben, den gelben Ball? Das ist die Frage. Nee, den gelben Ball kann man gar nicht einfärben. Dann nehmen wir das mal mit hier und schmeißen es einfach von oben durch. Vielleicht hilft das ja schon. Aha. Okay, ich kriege gerade mal einen Tipp, weil ich es wahrscheinlich ewig suchen würde. Also es war ein relativ spoilerfreier Tipp. Es gibt zwei geheime Räume. Und der Typ meint nicht diesen Raum. Der meint den anderen. Herzlichen Dank. Was mache ich hier überhaupt? Wofür mache ich das? Achso, damit da oben dieser Schalter angeht, ne? Aber wie soll denn das funktionieren? Nee, ja, dann geht die Tür auf zu dem Raum. Ach, das ist wahrscheinlich...
Das ist so der Rahmen, den er meint. Nee. Also es sieht nicht so aus, als könnte ich den Ball umfärben. Warum habe ich hier einen zweiten Würfel? Was soll ich mit den Würfeln denn machen? Den durchfallen lassen bringt nichts. Doch! Was soll denn das? Das hat doch... Okay, ja gut, alles klar. Das habe ich doch aber schon probiert, oder nicht? Gut, okay, ist in Ordnung. Oh, ein zweiter Mond. Roter Mond, sehr gut. Der ist sicher irgendwas gut. Zwei Monde habe ich jetzt. Okay. Habe ich das aber nicht vorhin schon probiert, den da durchzuwerfen? Ist ja komisch. Dachte ich, hätte ich probiert. Weil ich mich wohl geirrt. So, okay, das ist aber nicht das, was wir gesucht haben. Ah, das haben wir aber auch nicht gesucht. Dann suchen wir den zweiten Geheimraum. Ich meine, nach dem Muster wird es hier irgendwie weitergehen mit den Steinen, die hier vorstehen, ne? Hier ist ja nur eingeschränkt Raum. Hier sind ja nur eingeschränkte Möglichkeiten, irgendwas zu verstecken, oder? Naja, da oben, ne? Da müsste ich durch, oder durch diese Röhre da. Moment. Aha. Das ist ja auch noch nicht der Raum. Wer bist du denn? Lebkuchenmännchen? Oh, ich mach mal Foto. Kann nicht schaden. So. Fanghut? Was? Fanghut? Irgendwas Wildes muss erscheinen. Erschienen sein, als du seine Mütze abnimmst. Als du seine Mütze abnimmst, bemerkst du, dass die Haare daran, dass Haare daran befestigt sind oder eine Glatze hat. Fanghut? Fanghut? Grüne Armbänder? Ich komme nicht drauf. Hat jemand eine Idee? Catch Hat, Fanghut. Das ist Ash aus Pokémon. Ah, okay. Das kann ich ja quasi gar nicht wissen. Dankeschön. Na, da hinten ist eine Truhe. Komme ich denn an die ran? Was hat denn dieser Knopf gemacht? Außer mich wahnsinnig. Da ist eine Kiste drin. Ganz sicher. Ach, das ist gemein. Da komme ich nicht durch, ne? Wegen der... Ah, vielleicht doch. Ich glaube aber nicht, dass ich da hin muss. Warum solltest du noch einen geheimen Raum mit Schalter suchen? Damit ich da oben die Tür aufkriege. Ach! Ach, Fuffel. Aber nee, jetzt will ich erst wissen, ob ich da in das Rohr kriechen kann. Ist das so? Ach, Fuffel, ey. Was? Ich hab's auch noch direkt beantwortet. Ich Fuchs, ja, ja, ja. Oh Mann, ey. Na, ich glaube, das ist nichts.
Da kann man nur nach draußen gucken. Also gehen wir jetzt hin, dann machen wir das fertig. Ich finde es auch super, dass wir das... Ich fand, deine Fragestellung fand ich top. Die hat mir... Das ist sowas wie Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Das ist das, was du quasi damit demonstrierst, ne? Ein bisschen, ne? Oder? Dann sage ich, jetzt ist sie offen. Nee, ich gehe erst da dran. Wer weiß, ob der Schalter die Tür da drüben zumacht. Dann würde ich mich ja vielleicht doch ein bisschen ärgern. Das ist eine Falle hier, oder? Schwertschaden plus 1. Ja. Okay, wir können es nicht einfärben. Hier geht noch ein Tor irgendwann auf. Wie kommen wir denn an dich ran? Okay. Irgendwann kriegt man schon einen Schneidbrenner oder so. Muss ich schon kommen. Grünes Rohr. Grünes Rohr, braunes Rohr. Braunes Rohr. Da oben ist ein Schalter. Okay. Ja gut. Gucken wir erstmal draußen. Oder ein Laserschwert, wäre auch cool. Da oben leuchtet auch was. Ich sehe ganz gerne, wo was passiert. Ach da! Ach da, schau her! Lust haben. Sekunde, mal irgendwas können wir mal ganz kurz schauen. Dieses Rohr geht hier rein. Und zwar ja, okay, das ist das Rohr. Da könnte ich was Rotes reinschießen oder ich könnte was Gelbes reinschießen. Und ich werde wahrscheinlich was Rotes reinschießen müssen, weil das dann vielleicht ein Multifunktionsschalter ist. Der wird vielleicht noch was anderes bewirken. Vielleicht. Mal gucken. Das erklärt jetzt auch, warum man das Ding von oben drehen kann. Genau.
Ich muss es wie... Also ich kann es von oben ja sehen dann. Okay, passt. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Das ist unglaublich. So, ich werde mich dann mal aus dieser Aufnahme verabschieden. Und dann gucken wir in der nächsten Folge halt, was es mit dem Ding da auf sich hat, ne? Würde ich sagen. So, ich verabschiede mich. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.